Moin ihr Lieben, herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe von Aurich TV. Mal wieder, muss man schon fast sagen. Ja, was ist los? Wir haben viele Zuschriften gekriegt, viele Mails. Ja, Jürgen. Ja, Jürgen war krank oder ist auch immer noch krank. Jürgen hat ganz schlimm Rücken und ist wohl jetzt mittlerweile auch so weit, dass er sagt, scheiße, ich muss wohl doch das Messer mit meiner Bandscheibe. Aber Jürgen ist also die letzten 2,5, 3 Wochen mehr gekrochen als gelaufen. Oder haben wir mal eine kleine Pause eingelegt, weil immer die ganze Kamera durch die Gegend zu schleppen etc. pp. Das ist natürlich dann schwierig, aber wir haben jetzt gesagt, vorm Wochenende natürlich sind wir mal wieder da. Gibt auch ein paar Themen, die wir ansprechen wollen. Ja, fange ich mal mit der Eigenwerbung an. Nächsten Mittwoch, kommenden Mittwoch, ist Alt-Aurich-Vortrag im Schützenhaus. Es ist mal wieder soweit, es gibt einen Alt-Aurich-Vortrag, diesmal Aurich in den 80er Jahren, und Karten dafür gibt es beim Heimatblatt Sonntagsblatt und bei Altstadtfoto hier in der Innenstadt, Altstadtfoto Aurich. Da kann man sich noch Eintrittskarten holen und notfalls auch an der Abendkasse, aber das hängt natürlich ab davon, wie viel Vorverkauf ist gelaufen, weil völlig überfüllen wollen wir das Schützenhaus auch nicht. Los geht's um 19 Uhr abends. Um 7. Ja, was haben wir noch? Nächste Festivität. Wir haben heute sehr viele Festivitäten im Programm. Für alle Freunde von italienischem Lifestyle darf ich euch eine ganz besondere Veranstaltung ankündigen. Und zwar Ende September. Save the Date, 29. September, wird im Rahmen der Fahnenweihe des Auricher Schützenvereins. Der Schützenverein Aurich bekommt eine neue Fahne. Sowas passiert ja auch nur alle 70, 80, 90 Jahre. An dem Festwochenende gibt es am 29. September ab 18 Uhr einen italienischen Abend im Schützenhaus, entweder bei schönem Wetter draußen rum, bei schlechtem Wetter im Saal. Das Schützenhaus ist ja groß genug. Italienische Musik. Wir haben Roberto Penisi angeheuert. Es wird wieder Essen geben von Edeka Bruns, von Matthias Thiem und von seiner Truppe und natürlich auch von meinem Freund Farnholz, der natürlich von Martin Farnholz, der da natürlich auch wieder mit Matthias Thiem sich was überlegen wird. Also Save the Date, 29. September. Ja, wir müssen aufmachen die Sendung mit einer traurigen Nachricht, mit einem Nachruf. Tut uns sehr, sehr leid. Wir sind sehr traurig. Gerd Kerker ist verstorben diese Woche. Gerd Kerker, der Name sagt euch was, steht immer auf jeder Menge Betonmischern drauf und so weiter und so weiter. Gerd Kerker ist diese Woche im Alter von 86 Jahren nach längerer Krankheit verstorben. Gerd Kerker war einer der großen und erfolgreichen Unternehmer in dieser Stadt und das eigentlich über einen Zeitraum von weit über 50 Jahren. Er hat ja Anfang der 60er Jahre seine Firma gegründet, damals als Betonfirma, als Recyclingfirma etc. pp. Gerd Kerker war sehr, sehr lange, über Dekaden im Stadtrat, im Kreistag, hat in Tannhausen und Georgsfeld sehr, sehr viele Vereine gefördert. Wir können hier gar nicht aufzählen, was er alles getan hat. Kommenden Montag ist die Beisetzung. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr traurig, dass Gerd Kerker nicht mehr unter uns ist. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich ihn eigentlich sehr, sehr, sehr viele Jahre gekannt habe. Und es war immer ein toller Gesprächspartner, einer, der Ideen hatte, der Visionen hatte und der auch immer für seine Heimat eingestanden ist. So, was haben wir noch? Gestern war Vatertag. Ja, viele von euch werden unterwegs gewesen sein, Radtour und so weiter. Ja, wir haben eigentlich da zwei Meldungen. Am Badesee Tannhausen ist wohl ganz gut gelaufen. So konnte ich heute Morgen in Erfahrung bringen. Das war wohl gut besucht, war auch sehr zivilisiert. Im Gegensatz zum Cucullorum, ja, da ist wohl nicht sehr zivilisiert gewesen. Auch wenn das Cucullorum ja gar nicht offiziell feiert, ist das natürlich so eine Kulttreffstätte, wo sich alle immer treffen. Und so war es denn dann gestern wohl auch. Da müssen also wohl reichlich Horden von Betrunkenen gewesen sein und dementsprechend muss es da ausgesehen haben. Das war wohl eher dann nicht so optimal, was da abgelaufen ist. Ja, wir haben hier noch ein Schnittbild von der Auricher Fußgängerzone. Die Baustelle arbeitet sich vor in Richtung Marktplatz. Im Moment ist die Baustelle in Höhe Silomon angelangt. Und ja, es ist hier von der Pflasterverlegung schon relativ weit im vorderen Teil der Burgstraße.
ist noch nicht verfugt, das kommt alles noch. Die Meinungen sind etwas geteilt, einige finden es sehr schön, andere finden es nicht so schön, aber lasst es mal erstmal alles fertig sein, wenn die Bänke da sind, wenn die Beleuchtungen da sind, wie es denn dann aussieht. Zu teuer, und teuer wird es auf jeden Fall, aber wir schauen mal, und hier die Geschäftsleute im vorderen Teil der Burgstraße machen auf jeden Fall drei Kreuze, dass die Bagger hier vor der Tür weg sind und hier nicht mehr dauernd die Radlader hin und her fahren. Ja, was haben wir noch? Wir haben ja gesagt, wir machen heute mal eine reine Veranstaltungssendung, hätte ich fast gesagt, bis auf ein Thema, das gleich noch kommt. Am 3. Juni, das ist ja auch bald, ist die zweite Auricher Stadtnacht auf dem Marktplatz. Da geht es abends also wieder zur Sache mit Musik und Essen und Feiern. Wie gesagt, 3. Juni, Entschuldigung, das ist ein Sonnabend. Und dann gibt es auch noch eine geplante Festivität, und zwar ein Bierfest am Hafen, am Auricher Hafen, Ende Juli. Da steht die Konzeption noch nicht so ganz, da arbeitet man noch im Moment dran, aber es ist schon mal auf jeden Fall angekündigt, ein Pagodenfest am Auricher Hafen, sicherlich mal eine gute Idee, diese Location am Auricher Hafen mal einzubinden, ist ja schon lange eigentlich ein Plan. Da tut sich dann Ende Juli was. Ja, was haben wir noch auf dem Zettel? Es gibt eine neue Location in Aurich namens Stadtcafé. Seht ihr hier im Schnittbild bei uns. Ja, aufgemacht dieser Tage von Sascha Hellwig. Ihr kennt Sascha, ist ja auch der Betreiber des Tresors. Und Sascha hatte also die Idee eines günstigen Frühstückscafés und ist dann in der vorderen Osterstraße schräg gegenüber von Abeck dann in die ehemalige Bäckerei Rektor hineingegangen und macht dort also eine neue Konzeption eines Frühstückscafés. Man kann auch tagsüber Kuchen essen da und kann da Kaffee trinken. Das Ganze heißt Stadtcafé. Wir wünschen an dieser Stelle viel Erfolg. Ja, bisschen politisch, was war auch noch, obwohl im Moment ist eher ruhig. Es geht um den Stadtbus. Ja, ihr wisst es, der Geisterbus, mit dem ja keiner fährt, der aber trotzdem ja als Nahverkehrsmittel hier hochstilisiert wird und so weiter und so weiter. Das hat man jetzt gekündigt bei den Unternehmen, die das betreiben, auch aufgrund des Geldes. Jetzt hat die Stadt Aurich gesagt, naja, also wir möchten gern 300.000 Euro investieren, um eine Alternative zu schaffen, um auch dann die Verbindungen zu den Ortsteilen zu gewährleisten. Da gibt es im Moment die Diskussion, Grüne und SPD halten das für nicht ausreichend, die wollen mehr als 300.000 Euro da einstellen. Und schauen wir mal, was davon wird. Die Diskussion ist auf jeden Fall wahrscheinlich sowieso ein bisschen verrückt, weil der Stadtbus ist jetzt, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre gelaufen, immer ein defizitäres Objekt, Busse, die eigentlich nur viel Luft durch die Gegend fahren, aber keine Menschen, ist natürlich auch wieder im Grunde Schwachsinn, ist eigentlich auch immer eine grüne Idee, eine grüne Forderung gewesen, ja, also insofern kann man besser Luft durch die Gegend fahren, verbraucht ein bisschen Diesel und belastet da die Umwelt, liebe Leute, aber über eure Ideen müssen wir ja sowieso nicht mehr groß reden. Ich finde es auch ganz gut, dass es jetzt mal bundespolitisch geknallt hat. Wir kommen jetzt wieder in die kommentierende Schiene, ist ja mein kommentierendes Portal hier. Ja, jetzt greicht's mal. Ja, ihr habt zwar auch mitgekriegt, Herr Greichen ist ja nun auch geschasst worden. Diese Vetternwirtschaft, die da in dem Ministerium vorherrscht, ist ja eigentlich unerträglich. Und ich hoffe jetzt, dass man auf Deutsch gesagt den Arsch in der Hose hat, dass man dieses schwachsinnige Heizgesetz endlich kippt, dass man sagt, das geht so nicht, das müssen wir neu machen, das müssen wir anders machen und sich nicht immer nur von diesem grünen Dogma und diesen grünen Ideen wie die Sau durchs Dorf tragen lässt. Ich sag's nochmal, die haben keine 15% gehabt bei der Bundestagswahl und hier bestimmen unter 15%, über 85% in Deutschland, was hier passiert, kann nicht richtig sein, kann nicht gut sein. Das ist ein Irrweg. Aber wir wollen jetzt nicht weiter in die Bundespolitik abdriften, soll heute nicht unser Thema sein. Ihr habt's mitgekriegt, jede Menge Veranstaltungen. Schreibt euch die Daten auf, kommt nach Aurich, hier ist richtig was los. Jürgen wird sich unters Messer legen müssen. Er schwankt noch und es nützt nichts. Er zittert auch, kann nicht verstehen, sich an der Bandscheibe operieren zu lassen. Ist nicht nett. Andererseits, wenn man nur noch in seiner
Putze hocken kann, weil man sich nicht richtig bewegen kann, ist das auch schwierig. Also insofern, Jürgen, von mir kriegst du auf jeden Fall schon mal einen Daumen hoch, von unseren Nutzern in jedem Fall auch. Ich wünsche euch was. Schönes Wochenende. Wir versuchen wieder regelmäßiger jetzt für euch da zu sein nach dieser Pause, damit Jürgen nicht die Decke auf den Kopf fällt. Hau rein, schaut. Tschüss. Happy Weekend. Wir sehen uns.